Junge, die Sonne scheint, aber die Solarpaneele sind tatsächlich noch gefroren. Nichtsdestotrotz genießen wir unseren ersten richtigen Vanlife-Kaffee für die neue Saison. Und da das Gewusel im Bus immer ziemlich witzig ist, habe ich euch mal im Zeitraffer mitgenommen. Was machst du denn eigentlich währenddessen? Ich lass mich bedienen, weil ich sonst immer im Weg umgehe. Barista-Qualitäten? Ja, stets zufrieden. Hey, hey, es wird wärmer und damit beginnt auch die Vanlife-Zeit wieder, also zumindest die gemütliche Vanlife-Zeit, was natürlich super cool ist. Aber natürlich sind wir nicht nur mit dem Bus unterwegs, sondern wie gewohnt auch mit Bike und Schienen und nehmen euch auf eine bunte Mischung mit auf unsere Woche. Zu Fuß rutscht man, im Rad ist super. Nach der Biketour ging es dann erstmal zum verdienten Essen. Und wer dachte, dass wir mit dem Salat genug haben, der hat natürlich weit gefehlt. Einen guten. Wir sind heute mal in einem anderen Skigebiet. Hier ist Nico quasi groß geworden. Ja, Maria Alm ist sozusagen meine Homebase, weil da habe ich Skifahren gelernt am Arberg. Und dann gehen wir heute wahrscheinlich auf Königstour. Königstour ist richtig. Wir fahren heute die große Tour. Pano gibt's auch. Da hat noch jemanden, der ins Video möchte. Ich bin der Samuel. Ich gehe hier auch manchmal Skifahren. Du kommst her pur. Aus Saalfelden. Geheimtipp? Das ist ein Schluckspecht. Für mich ist das tatsächlich was ganz Besonderes, da ich seit vielen Jahren die Tirol-Card kaufe und damit halt dann doch ziemlich an die Tiroler Skigebiete gebunden bin. Und da ist Maria Alm im Salzburger Bundesland mal eine richtige Abwechslung. Panorama, Anton, da ist nämlich das steinerne Meer und das ist eigentlich das Schöne an dieser Königstour. Auf den Hängen der Sonnenseite zugeneigt konnte man schon die ersten Matschbuckel finden, was mich natürlich ganz besonders gefreut hat. Großglockner und Kitzsteinhorn-Panorama. Da siehst du gar. Erkennt ihr den Großglockner? Ich finde, der sticht immer sehr markant raus, weil er so spitz ist. Und dann sind wir über diesen coolen Wasserfall mit dem Sessellift drüber gefahren. Das wollten wir euch natürlich auch zeigen. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Oh wow, oh wow, oh wow. Super genial hier.
Man sieht einfach, wie klar das Wasser ist. Oh. Es war super!